einen brutalen Verlust an roten Blutkörperchen. Hallo, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Gestern Abend, während ich Kommentare auf YouTube über den kleinen Löwen las, erhielt ich einen Hilferuf von einem Kontakt im Tierheim. Jemand hatte dort einen Hund in schrecklichem Zustand abgegeben. Der Hund konnte sich kaum bewegen. Er konnte nicht einmal seinen Kopf heben. Sie baten mich zu kommen und zu helfen, weil sie befürchteten, der Hund würde es nicht schaffen. Hallo, Ivan. Guten Abend. Schau mal, wir haben gerade diesen männlichen Hund aufgegriffen, der etwa 10 bis 15 Kilo wiegt. Er ist sehr schwach, fast bis zum Punkt, dass er sich nicht bewegt. Sein Zahnfleisch ist extrem blass, er ist dünn und bewegt sich nicht. Ich habe ihm Infusionen verabreicht und er hat angefangen zu zittern. Ich habe auch für Wärme gesorgt, aber das ist so ziemlich alles, was ich dir sagen kann. Zusätzlich habe ich Antibiotika verabreicht, aber er weigert sich zu fressen oder Wasser zu trinken. Wenn du helfen kannst, wir haben ihn hier. Als ich in seine Augen sah, sah ich so viel Schwäche. Also wies ich Heidi an, den Hund zu holen und ins Krankenhaus zu bringen. Schau dir das an. Wir haben ihn Kiwi genannt. Hat er etwas gefressen? Ja, aber er hat es erbrochen. Wenn ich einen Hund in diesem Zustand sehe, so erschöpft, so krank, ohne Hoffnung in seinen Augen, kann ich nicht anders, als mir vorzustellen, wie er als kleiner Welpe gewesen sein muss. Der kleine Kiwi, ein niedliches weißes Fellknäuel, ist herumgetollt mit diesem anhänglichen Welpengewackel, hat seine Mutter verfolgt und ist über seine Geschwister gestolpert. Es bricht mir das Herz, ihn jetzt, Jahre später, völlig niedergeschlagen und verlassen zu sehen, dem Tod nahe. Ich möchte, dass du dir diesen süßen Welpen vorstellst. Dann wirst du die tiefe Traurigkeit verstehen, die ich heute empfinde. Wir müssen einfach dafür kämpfen, diesem Jungen eine zweite Chance auf das fröhliche Leben zu geben, das er verdient. Er ist so süß. Sollen wir Blut abnehmen? Ja. Verhält er sich gut? Ja, er reagiert nicht. Er hat nicht den Wunsch, sich zu bewegen. Ihm wurden heute Nacht Infusionen gegeben. Hast du bemerkt, dass sein Mund schlecht aussieht? Ja, er hat Anämie. Er ist sehr blass. Er hat noch keinen Namen. Déjame cinco minutos. ¿Puede ser? Estos casos no se pueden hacer cargo ellos. ¿Paso? Sí, tú haz marcha. ¿Qué
Chocolate que sean los huevecitos. Sí. Das scheinen Zeckeneier zu sein. Huevos de garrapata. Seitdem er auf der Straße gefunden wurde, hat er sich nicht bewegt. Er wurde positiv auf Leishmaniose getestet. Isidor wird uns die Ergebnisse der Bluttests mitteilen. Er bleibt still, egal wo er ist. Wie wir bereits erwähnt haben, hat er einen schweren Verlust an roten Blutkörperchen. Er sollte 6 Millionen haben und er hat 1.400.000. Wir haben auch den Leishmaniose-Test durchgeführt und das Ergebnis war positiv. Er hat Leishmaniose mit Nierenversagen, das Kreatinin liefert keine Ergebnisse und der BUN ist über 130. Das sind extrem hohe Ergebnisse. Der Rest ist normal. Kiwi ist jetzt im Krankenhaus und steht kurz vor einer Bluttransfusion. Sein Zustand ist ernst. Er leidet an Leishmaniose, Anämie und braucht dringend unsere Hilfe. Manchmal fragen mich die Leute, Viktor, wie findest du all diese Tiere? Suchst du nach ihnen? Ich suche nicht nach jemandem. Sie finden ihren Weg zu mir. Wir haben speziell eine Organisation gegründet, um denen in größter Not zu helfen. Derzeit ist Kiwi im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Bitte, wenn du kannst, spende. Hilf uns, ihn zu retten. Danke,